aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder was vergessen. Ja. Wo stehen wir denn überhaupt? So. Egal. So, pass auf. Wir werden unterwegs schlafen. Ich hätte erst schlafen sollen und dann, ne? Ich hab heute Morgen schon wieder meine Orientierungsprobleme. So, rennen ins Fahrerhaus. 392 Kilometer haben wir vor uns. Die fahren wir zu Ende ohne Blick auf die Uhr. Das ist noch was. Und wir werden gleich erstmal irgendwo schlafen müssen. Okay. Soundtechnisch weiß ich nicht, was auf diesem System los ist. Ich habe geguckt. Meine Sprachlautstärke zu leise. Ich habe keine Veränderungen vorgenommen. Spiele-Lautstärke zu laut. Das war beim ETS2 sonst noch nie so. Dieses Phänomen habe ich lediglich beim LS19. Der Mikrofonpegel hat sich nicht verändert. Der steht unangefochten auf 70%. Ja, aber bist du noch ganz knusper oder was? Jetzt Fahrerflucht. Ich habe mir dein Kennzeichen gemerkt. Fahranfänger. So. Ich habe jetzt mal geguckt, was das bei der Nvidia GeForce ist mit dem Systemsound. Und ungelogen, ihr kennt es. Bis jetzt kein einziger Flieger. Ich spiele schon Cincinnati. Es ist wie mit den Wespen beim Frühstück. Du siehst keinen, aber wehe, du hast ein Marmeladenglas offen, dann sind sie da. Aber ich könnte mal eben ganz kurz was machen. Ich kann mal eben hier am Kreisel anhalten und ich lausche mal ganz kurz rein, wie das jetzt aktuell mit dem Sound ist. Und für euch ist es nur ein kurzer Schnitt. Bis gleich. So, und da sind wir wieder am Start. Bisschen was umgestellt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ne? So, drauf sind wir. Ich weiß nicht, warum das neuerdings so ein unausgewogenes Verhältnis ist. Ich würde auch so gern die Ava Media nehmen, aber ich brauche zumindestens. Hat von euch irgendeiner Sockel 755 Board und dafür irgendwie einen Quad-Core-Prozessor? Das würde mir schon reichen, um da mehr machen zu können. Alles andere ist im Moment schwierig. So, mit 40 mal auf. Ah, ich habe schon die Zähne zusammengebissen. Das Problem bei diesem Mercedes ist, der hat keinen Zug. Der kommt nicht aus dem Quark. Das seht ihr hier jetzt. Wir sind mit knappe 30 da durch. Und du drückst das Gas, der kommt überhaupt nicht voran. Da ist nichts hinter. Wenn mein Bübchen hier mehr Kohle hätte, würde ich einen Volvo oder sowas kaufen. Ich glaube, Volvo ist auch schon kräftig. Oder Scania oder so. Da sitzt schon ein bisschen mehr Dampf dahinter. Aber ich denke hier, das ist. Ja, reden wir nicht drüber. Kein Zug drin. 3 Stunden später. Okay, wir geben Gas am nächsten Parkplatz. Müssen wir definitiv raus. Ich wollte jetzt hier an der Grenze nicht pennen. Nein, ich habe es verschwitzt, zugegebenerweise.
Ich muss nachher ins Video noch mal reinhören. Ich hoffe, das haut jetzt. Ja, ich werde müde. Ich weiß, ich bin immer noch müde. Ungelogen, Freunde. Ich habe mich gestern Abend um 8 Uhr ins Bett gelegt. Ich habe gedacht, naja, so 2 Stunden schlafen, stehst du um 10 Uhr noch mal auf. Naja, kurz aufgestanden bin ich um 10 Uhr, um auf Toilette zu gehen. Zur Toilette zu gehen. Habe mich dann wieder hingelegt, bin prompt weit wieder eingeschlafen. War heute Morgen um 4 Uhr irgendwas wach. Hab was getrunken. Und anschließend weiter gepennt. Also ich habe insgesamt fast 12 Stunden gepennt. Ich bin immer noch müde. Das ist. Aber ich habe gestern, ich hatte ja gesagt, ich war noch mal beim Arzt mit meiner Ärztin da geschaut, diese Tabletten machen müde. Das ist, du kannst 1, 2 Stunden, ist gut. Und dann kannst du dich wieder da niederlegen, du. Katze dreht auch schon wieder am Rad. So, hier passt das jetzt ganz gut. Hier können wir einmal tanken. Sag mal, die Katzen sind leise. Tanken jetzt erstmal, genau. Und dann werde ich mich da hinten hinlegen zum Pennen und hoffe, 329 Kilometer, dass uns das jetzt nicht das Knick bricht. So, da kommt der nächste Flieger und wir fahren direkt weiter. Ich benutze mal den Standstreifen für die Beschleunigung, was der da hinter uns macht. Alles gut. Polizei war das, was meine Freunde wissen es nur noch nicht. Ich habe übrigens gestern oder vorgestern, spielt auch keine Rolle, wirklich mal von einigen Garderoll oder so ganz alte Videos angeschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat sich echt was getan und das wird auch bei mir irgendwann passieren. Es ist, wenn ich die Garderoll-Sachen angucke, den sein Sound ist nicht der perfekteste. Und wie gesagt, da wird definitiv was passieren. Es wird schon alles besser werden. Schönes, sanftes Dahincruisen. Blitzen doch die Schweine. Ich dachte, das wäre so ein. So, das heißt, wenn da mehrere hier auftauchen, muss man echt aufpassen, oder wie? Er kommt nicht aus dem Puschen, ne? War gerade in der Werkstatt.
Ich glaube, wenn du den richtigen LKW hast, also mit der richtigen PS-Zahl, sagen wir mal so, dann kannst du Fahrzeiten technisch auch schon was sparen. Wenn du einen hast, der es gerade mal so schafft, den Trailer zu bewegen, der braucht ja viel länger, bis er auf Touren ist, als einer, der viel PS hat. Das, was ich schön finde, dass es jetzt offensichtlich auch so viele neue und schöne Anhänger auch gibt bei den PKWs. Also nicht nur Wohnwagen, sondern auch Pferdeanhänger, Anhänger mit Bier hinten drauf, ganz wichtig. Aber ich sehe immer noch keine Krankenwagen, keine Feuerwehr. Das ist irgendwie, sind die verschwunden mit den Jersey-Cat-Packs, wenn man die drin hat. Meine, es muss nicht übermäßig viel sein, aber es müsste ein Fahrzeug geben, so für Einsatzfahrzeuge, dass die ab und zu im Spiel mal auftauchen. Ne? Und Einsatzfahrzeuge, da halte ich jetzt alles dazu, was man eben, ja, was nicht so regelmäßig ist. Das wären zum Beispiel Krankenwagen, Feuerwehr, THW als Beispiel, vielleicht auch Bundeswehr, jeweils in den einzelnen Ländern, ne? Frankreich und so weiter, natürlich nicht die Bundeswehr, sondern andere. Vielleicht auch schon mal Straßendienst oder so. So eine Geschichte, also ne? Pannenhelfer, also ADAC, die hin und wieder mal mit auf der Straße sind. Krankenwagen hatte ich gesagt, Feuerwehr, Polizei natürlich, klar, aber Polizei haben wir. Aber würde in dieses Package mit reingehören. Leichenwagen durchaus, ja. Ich will Leichenwagen. Und Taxen. Das sind so. Aber kein Problem. Da ist hinter uns keiner mehr, da können wir rein. Ja, der nächste ist ja kein Ding. Ich jetzt nicht gebremst hätte, wäre ich auch jetzt noch mit drüber gekommen. Könnte mal blinken zur Abwechslung. Ist ja jetzt kein Unterschied, kein Umweg. Eine Arbeit. So, guck mal, und hier haben wir auch gleichzeitig noch was entdeckt. Das ist doch perfekt. Hier vorne ist noch eine Werkstatt. Das wäre mal so ein Sonderpackage, was man machen könnte. Also ich würde das tatsächlich ja dem Jesse Cat als am ehesten zutrauen. Der hat ja alle möglichen Packs. Und vielleicht kann man den mal anschreiben. Und wie gesagt, also auch THW, es gibt ja etliches an Fahrzeugen und so. Ich auch Krankenwagen. Das sind ja nicht nur diese modernen, großen, auch kleinere Notarzt und so weiter. Das wäre noch eine sehr nice Geschichte. Dann von verschiedenen Bestattungsunternehmen in Silber, in Schwarz. Es gibt sogar weiße Leichenwagen. Vielleicht auch mal so eine Stretch-Limo für Hochzeit. Und also das würde ich schon als einzelnes Package nehmen, damit sie nicht eben gehäuft auftreten. Es wäre auch mal was für plötzlich auftretende Szenarien. Ein Haus, was brennt. Dann sind die Straßen blockiert, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei.
Was ich schade finde, und ich habe es nicht genug beobachtet, ich habe ja vor einiger Zeit mal die Ungarn-Map gespielt, wo ich sagte, das ist teilweise, beziehungsweise eine andere hatte ich auch noch, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das gewesen ist, wo ich sagte, das ist mir teilweise zu laut dort. Was ich schade finde, diese Maps hat es damals gegeben und jetzt anscheinend so nicht mehr. Ich muss da nochmal reingucken bei Modhaus oder so. Ob es da wieder irgendwas gibt. Noch vor uns. Das kriegen wir auf die Kette. Komm auf. 34 ist schon hart an der Grenze. Ein grüner Lambo. Warum sie den wohl angehalten haben? Aber da habe ich durchaus auch schon mal gehört, dass die Polizei teilweise wirklich einfach so anhält. Allgemeine Verkehrskontrolle, einfach weil sie sich so eine Karre mal genauer angucken wollen. Jetzt auch gerade im Fernsehen irgendwo gesehen, aber wir haben sie in Lamborghini angehalten. Sie angeguckt, alles, ja, haben sie, ja, perfekt, super. Und was kann er und, ne, also, das war mehr das Interesse, als das, dass da an dem Wagen irgendwas nicht stimmt. So, Leute, 100 Kilometer noch, dann ist diese Folge durch. Ja, im Moment habe ich sehr, sehr viel Zeit für Videos. Also wenn ich nicht gerade schlafe. Ich weiß nicht, wie ich der will. Boah. Ich kann echt, wenn ich das durch habe, die Tablette nicht mehr nehmen muss, war erstmal 6 Wochen Urlaub, um dieses Schläfrige wieder loszuwerden. Spannend, wo wir raus müssen. Das da rechts sind die schönsten Parkplätze. Eigentlich fehlt da jetzt eine Raststätte oder so. Einen haben wir auf der rechten. Dem noch vorbei hier und dann würde ich sagen,
dass wir da hinten gleich irgendwo von der Autobahn runter müssen. Was mir aufgefallen ist an den Aufträgen, die wir jetzt bislang gefahren sind, dass die, so sie liegen, alle in Frankreich bzw. zwischen Frankreich und England gewesen sind. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Dies war jetzt wieder eine etwas kürzere Tour. Und wenn wir mit diesen Touren durch sind, schnappen wir uns mal wieder einen normalen Auftrag und dann gucken wir mal, was es mit der Flycam auf sich hat. Mignon, warum fährst du nicht? So, in den Kreisel. Dann sind wir auch schon da. Dazu zum grünen Abschluss nehmen wir noch mal ein Schild mit, aber nein. Oh, da ist es. Ja, mal, Alter. Das kommt manchmal mit dieser Kameraumstellung. Man blinkt. Man fährt links und jagt dann trotzdem geradeaus weiter. Einfach durch dieses Zurückstellen, das irritiert hin und wieder. So, erfahrungsgemäß, wie sieht es aus? Wir fahren hier lang. Wir fahren hier rum und können unter Umständen gerade einparken. Oder auch nicht. Wo müssen wir denn hin? Schade, die Rechnung ist nicht aufgegangen. Gomme du Monde, ja, siehst du mal, auch ein Reifenhersteller. Offensichtlich. Ups. Shit. Der Chef wird sich freuen, doch. Ja, ich. Das reicht euch nur, dann weg damit. So, mal gucken, was uns das Schlafen gekostet hat. Alles perfekt, super. Und damit haben wir Auftrag 8 von 10. Wir gucken uns den nächsten externen Auftrag an. Und schauen mal nach Limoges. 274 Kilometer. Ich würde sagen, den machen wir dann in der nächsten Folge. Wir nehmen ihn schon mal an. Und ich verabschiede mich von euch und sage erstmal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, und jetzt noch Daumen nach oben geben und das Abo nicht vergessen. Abo kostet gar nichts, ne? Und wenn ihr die Glocke drückt, ne, dann kriegt ihr auch eine Nachricht, wenn es ein neues Video geben tut. Ich freue mich, wenn wir uns morgen dann hier wiedersehen. Ne? Bis dann, macht's gut. Tschüss.